Hallo, ich bin Christina Hähne, ich bin Ärztin aus Gießen und ich begrüße alle, die heute hier sind bei der Unteilbar-Demo und freue mich einfach, dass es so eine große Bewegung der Demokraten und Demokratinnen in Deutschland gibt. Ich bin bekannt geworden, weil ich Informationen zum Schwangerschaftsabbruch auf meiner Homepage öffentlich gemacht habe. Und es gibt da leider eben diesen Paragraphen 219a, der aus dem Jahr 1933 stammt und der das eben Ärzten verbietet, überhaupt zu sagen, dass sie Abbrüche machen und wie sie Abbrüche machen, was eigentlich ja ärztliche Aufklärung ist. Und dieser Paragraph ist benutzt worden von Abtreibungsgegnern, die aus dem Hinterhalt denunziatorisch Hunderte von Ärzten angezeigt haben, schon über 10 Jahre, und damit quasi dieses Gesetz, was ja ein Relikt ist und eigentlich in der demokratischen Gesellschaft nicht gehört, ausnutzen. Diese Menschen greifen sich einzelne Ärzte, Ärztinnen raus, greifen die an, stellen sie auf ihrer Homepage an den Pranger und versuchen damit eine Atmosphäre von Hass zu schüren. Scheinbar mit dem moralischen Hintergrund, sie wären für das Gute im Menschen, die schützen überhaupt kein einzelnes Leben, obwohl sie sagen, sie treten an für den Schutz des ungeborenen Lebens. Und ich bin sehr froh, dass die Gesellschaft dieses Thema aufgegriffen hat und gemerkt hat, wir müssen uns als Gesellschaft auf die Seite von Frauen stellen oder ihrer Angehörigen und Kinder. Wir können das nicht zulassen, dass einzelne Hetzer da eine Macht sich erobern, auch noch mit Hilfe von deutscher Gesetzgebung, ja, und deutschen Richtern, die uns Ärzte dann nachher verurteilen dafür, dass wir demokratisch und aufklärerisch handeln. Und ich freue mich wirklich sehr, dass diese Gesellschaft es geschafft hat, dass so viele Menschen jetzt sagen, wir zeigen Gesicht, wir wehren uns gegen Angst, Hass und Hetze, weil die lösen keine Probleme, sie sind das Problem.